Ich bin der Meinung, diese Aufgabenkritik, die es eigentlich geben müsste für die Polizeistärke bei uns im Freistaat Sachsen, die hat niemals stattgefunden. Und das kritisiere ich ganz stark. Sondern man hat gewusst oder man hat festgelegt, aufgrund der 17.000 Beschäftigten, die wir einsparen müssen in der öffentlichen Verwaltung, wir sparen jetzt in der Polizei 3.000 Leute ein, fiktive Zahl jetzt, bis zum Jahre 2020. Im Jahre 2020 hat die Polizei noch 11.280 Mitarbeiter. Diese Zahl ist festgelegt worden, 11.280. Auf der letzten Seite zuerst die Zahl 11.280 hingeschrieben, davon gehe ich aus, so hat man es gemacht. Dann hat man geguckt, die 11.280, wo können wir die denn eigentlich verteilen im Freistaat Sachsen, wenn wir die noch haben? Wir haben 72 Reviere, oh, geht ja gar nicht, 11.280, wie will ich die auf 72 Reviere verteilen, funktioniert überhaupt nicht. Machen wir 30 Reviere weg, 31, richtig, haben wir bis nur 41 Reviere. Da reichen die Leute auch nicht so richtig, dann müssen wir abbauen in der Kriminalpolizei, bauen wir gleich mal 20% ab. Reicht immer noch nicht, wir kommen noch nicht auf 11.280, bauen wir noch 40% bei der Autobahnpolizei ab. Und so ist es gemacht worden, bis man bei den 11.280 war. Mhm. Und dann hat man gesagt, ja, die kriegen jetzt diese Aufgaben. Keiner weiß genau, ob man diese Aufgaben überhaupt noch erfüllen kann. Und jetzt fängt man an zu überlegen, ja, was kann ich in Fremd vergeben? Die wenigen Polizisten, die ich noch habe, die schaffen gar nicht alles, was wir machen müssen. Was kann man Fremd vergeben? Und das wird momentan überlegt. Fremdvergabe, Privatisierung, was können wir eigentlich rausgeben in die Wirtschaft, anderen Institutionen geben, vielleicht Sicherheitsunternehmen übergeben, vielleicht Werkstätten übergeben, was ich vorhin gesagt habe. Und das ist der völlig falsche Schritt. Ja. Weil nur das Geld eine Rolle gespielt hat. Andersrum wird ein Schuh draus. Ich brauche für die Sicherheit so viele Beamte, so viele Dienststellen und dafür brauche ich so viel Geld. Mhm. Schluss. Genau. Und das hat der Finanzminister zur Verfügung zu stellen. Entweder ich will Sicherheit, man brüstet sich ja damit im Freistaat Sachsen. Wir sind das viertsicherste Land in der Bundesrepublik Deutschland. Das viertsicherste. Ja, wie lange denn noch? Das wollen wir natürlich gerne halten, logischerweise. Aber nicht so, wie man das anfasst. Mhm. Wirtschaft und Sicherheit kann man nicht voneinander trennen. Da kann ich die Bildung gleich mit reinbringen. Also was die Polizei braucht, das kann man kurz sagen. Wir brauchen Personal, wir brauchen Technik und wir brauchen Qualifizierungsmaßnahmen für die Leute, die man auch bedienen können, sage ich mal so. Es ist ja das Problem momentan, weil ich gerade die Qualifizierung anspreche, wir können ja nicht mehr die Qualifizierungsmaßnahmen, die es gibt, bedienen, weil die Dienststellen so wenig Personal haben, dass sie gar nicht mehr schicken können, die Leute zu Fortbildungsmaßnahmen. Und erst gestern habe ich das beim Kollegen gehört, dass er gesagt hat, manche Kollegen waren schon 2 Jahre nicht mehr zur Fortbildung, ich kann sie einfach nicht schicken. Und wir haben leider schon das Bild, dass es Defizite gibt, dass man schon bemerkt bei den Kollegen, dass sie nicht mehr auf dem neuesten Stand sind. Und das kann natürlich nicht sein. Also Personal, wie gesagt, Schulung, Technik ist das Allerwichtigste, was wir brauchen. Aber stelle ich mir vor, wie die Polizeiarbeit am besten ist, da kämpfen wir momentan als Gewerkschaft der Polizei gegen Windmühlen bei uns im Freistaat Sachsen. Wir wollen eigentlich die Einführung einer sogenannten Interventionszeit oder auf Deutsch gesagt einer Hilfsfrist, so wie es sie beim Krankenwagen gibt, bei der Feuerwehr gibt. Dort ist gesetzlich geregelt, nach 12 Minuten müssen die am Einsatzort sein. Und wir wollen auch gern, wir können gern über 12 oder 15 Minuten reden, dass auch ein Polizeibeamter bei Zeiten dort ist. Und da muss eben die Polizeidichte so abgedeckt sein, die Dienststellen so abgedeckt sein im Freistaat Sachsen, dass es möglich ist, wenn der Bürger anruft und sagt, hier ist mir jemand über den Zaun gehopst oder hier ist mir was abhanden gekommen oder ich habe einen Verkehrsunfall, dass nach einer gewissen Zeit auch die Polizei da ist für den Bürger. Und das ist ja leider nicht der Fall. Wie gesagt, es gibt Wartezeiten, 60 Minuten, 70, 80 Minuten und das darf natürlich überhaupt nicht sein. Den höchsten Fall, den ich bisher gehört habe, war 128 Minuten. Und wenn man so lange auf die Polizei wartet, also das kann nicht das Bedürfnis des Staates sein, das ist auch nicht das Bedürfnis des Bürgers, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da sollte man sich Gedanken drüber machen. Leider will man das nicht haben bei uns in der Politik. Der Innenminister lehnt das ab, der Landespolizeipräsident lehnt das ab, weil es einfach nicht zu schaffen ist. Und da stelle ich mir die Frage, warum ist es nicht zu schaffen? Weil man einfach wieder einspart bei uns. Und das ist das, wie ich es mir eigentlich vorstelle.